Moin Moin, mein Name ist Detlef Dölger von der Hanse Agro GmbH. Wir stehen hier westlich von Kiel im östlichen Hügelland, kurz vor Ostern am 8.4.2020 auf dem Acker, mitten in einer Wintergerste. Wir müssen hier ein bisschen umgucken, da sehen wir, wir stehen in der Senke, das hat schon ein bisschen mit dem Wind zu tun, ein bisschen üppiger Bestand, das heißt, hier hat man so die stärksten Stellen. Schaut man ein klein wenig runter, so direkt vor die Füße, dann kann man einen Eindruck von der Bestandesdichte gewinnen. Hier sind Ende September ca. 240 Körner gesät, die mit ungefähr 200 Pflanzen hier anzusprechen sind. Schauen wir uns die Pflanzen an, werden wir gleich das Stadium bestimmen, aber erstmal die Triebe. Da sehen wir hier ganz deutlich einen Haupttrieb, der das Ganze dominiert. Zwei, vielleicht als nächstes einzustufen, die Nebentriebe und zwei kleine, also 1, 2, 2, so wie wir häufig in Dreierteilung gehen. Schauen wir den nächsten an. Also das Weinzeltriebe. Schauen wir hier wieder weiter. Eins und eins oder vielleicht zwei gleichwertige. Auch hier ist der abgerissen, sind es eins plus zwei. Das ist ganz typisch. Das finden wir in den September-Saaten, zumindest in der Hälfte Norddeutschlands, ganz häufig, dass die Haupttriebsdominanz durch den warmen September, da war es ja noch trocken, durch den milden Winter sehr ausgeprägt ist. Und relativ wenig überflüssige Triebe da sind, was für die Düngung, die hoffentlich zu dieser Zeit schon in N2, mit N2 ihren Anschluss gefunden hat, einen schnellen Anschluss bedarf, damit die Bestände nicht zu sehr ausdünnen. Schauen wir jetzt uns die Blätter genauer an, an ihrer gesamten Pflanze, dann sieht man hier schon von der Höhe, wo wir die jetzt hinhalten, das sind untere alte Blätter. Wir hatten dort schon ganz deutlich im Februar, März Zwergrost, der auch über Winter entstanden ist. Jetzt hat uns natürlich die vergangene Witterung mit Nachtfrösten, die hier oben vielleicht bei 5 Grad minus anlangten, woanders bei 8 Grad teilweise am Boden, dazu geführt, dass diese, ich nenne sie manchmal auch gerne Oberflächenpilze, wie Mehltau und Rost, sich stark zurückgezogen haben. Sie sind natürlich noch im Gewebe drin, können von da wieder ausbrechen, also es ist nicht vorbei mit der Krankheit, aber wir haben 10, 14 Tage Zeit bekommen, um dagegen vorzugehen. Schauen wir hier auf dieses Blatt, hoffe, dass wir das auch scharf sehen. Da ist es hier oben auch am Beginn, ein bisschen jüngeres Blatt, ne? Eine Etage höher. Und ich denke, das ist eine Frage der Zeit, dass der Rost wiederkommt. Er braucht nicht viel Tau. Ne? Solange wir noch Tau haben, hat er eine gute Chance. Wir werden in nächster Zeit hier wieder auf 15 Grad Temperatur kommen. 15, 18, 13, 15, 18 Grad. Alles für den Zwergrost hervorragende Temperaturen. Andere Krankheiten sind hier jetzt nicht so stark zu sehen. Woanders sehen wir auch mal stärker Rönchio drin. Netzflecken sind häufig viel weniger vorhanden. Also besteht bei Zwergrost teilweise auch Mehltau wegen des milden Winters, wenn dann als erstes der Handlungsbedarf, wenn man nicht wegen des starken Drucks schon vor dem Schossen was gemacht hat. Jetzt wollen wir ein bisschen weiter uns ins Innere der Pflanze bewegen. Jetzt habe ich hier schon die ältesten Blätter weggenommen. Wir schneiden sie jetzt nicht nur durch, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, sondern wir wollen jetzt mal sehen, wie viele Blätter noch kommen. Also das Blatt weg. Hier sieht man noch so einen ruhenden kleinen Nebentrieb. Das Blatt hier weg. Blätter muss man natürlich dann vernünftig ausrollen. Wir können hier schon sehen, dass hier ein Knoten zu sehen ist. Jetzt gehen wir weiter, rollen das nächste Blatt aus. Für den Fall, dass wir das nicht hinkriegen, habe ich schon Blätter in Reserve. Mal schauen. Nee, das müssen wir auch noch von oben machen. Mal bis zur Basis runter, sonst kriegen wir die kleinen Blätter nachher nicht raus. Und jetzt, wenn wir so weit sind, können wir langsam von oben anfassen und versuchen, wie rum dieses Blatt gedreht ist. Kann man sehen, jetzt ein bisschen drehen, dann langsam ziehen. Das nächste Blatt kommt. Hier haben wir das Blatt, was jetzt spitzt, was dort in meiner Hand ist. Und das, was wir jetzt wegziehen, das sehen wir noch nicht. Das ist das nächste Blatt, was jetzt kommt. Dieses Blatt. Und wir sehen hier ganz klar schon den Vegetationskegel. Das heißt, das hier ist das Farnblatt, das ist das F-1, das ist das F-2 und draußen ist jetzt das F-3, also das vierte Blatt. Hier der Kegel. Wir halten gleich mal ein Zentimetermaß daneben und schauen uns den Kegel genauer an. So, jetzt haben wir hier das Ganze aufgeschnitten. Wir sehen die verschiedenen Knoten. Wir können natürlich sehen, welcher Knoten von welchem sich jetzt abhebt. Wir sind hier in EC31, das heißt, der Knoten ist von der Basis 1 cm oder mehr abgehoben. 32 haben wir noch nicht.
Was aber für uns viel wichtiger ist, wo sitzt denn die Ähre, und zwar die Basis der Ähre. Und da sind wir circa bei 2,5 cm, je nachdem, wo wir genau anfangen zu messen, 2,5, 2,6. Nicht die Spitze der Ähre, sondern die Basis der Ähre. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen darum gekümmert, welche Punkte die Gerste hier berühren, die Krankheiten, wie weit sie entwickelt ist, was die Düngung betrifft, die schon in N2 abgegolten sein soll, abgearbeitet sein soll. Und das, was jetzt doch mal im Zentrum steht, das Wetter ist super. Alle Wachstumsregler können funktionieren, auch Modus mit seinen Ansprüchen für Licht und Temperatur. Hat sie die Stadium? Wir gehen häufig so vor, dass wir sagen, wir möchten eigentlich mit der Kürzung, gerade auf dem Standort wie hier, wo zwischen 8 und 10, 11 Tonnen an Ertrag alles drin ist, wenigstens zweimal kürzen. Die zweite Kürzung soll in EC 37, 39 rein. Wenn wir da hinkommen wollen, mit der ersten Kürzung, dass wir einen Anschluss haben, die Wintergerste neigt immer dazu, dass sie den Anschluss schnell verliert, weil sie die Wachstumsregler schnell auswächst, dann sollte der Abstand nicht viel mehr als 14 Tage sein, je nach Temperatur dazwischen. Und das erreichen wir ungefähr, wenn wir bei 8 cm, dass ihre von der Basis nicht 2, 2,5 bis 3, wie sie es jetzt hat, weg ist, sondern 8 cm abgehoben ist, wenn wir es dann machen. Und da wir heute Mittwoch haben, ist 8 cm wahrscheinlich genau Ostersonntag erreicht. Sprich, je nachdem, wie man es jetzt genau erwischt, ob man zeitig dran ist, nicht zeitig dran ist, der Wind zu stark ist oder die Feiertage da drin stören, kann man mit den Wachstumsreglern die Auswahl treffen, ob es was schneller wirksameres ist, wie Relax Top, ob es langsamer zieht, anfangen wie Modus und daraus zusammensetzen, was man machen möchte. Auch dazu Näheres immer auf der Seite www.hanse-agro.de.